Vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ganz besonders möchte ich begrüßen Professor Martin Winterkorn, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns, Dr. Wolfgang Porsche, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Porsche SE und unseren Vorstandsvorsitzenden Professor Winfried Fahn. 2015 steht bei Škoda im Zeichen des neuen Škoda zu werden. Wir freuen uns, dass wir Ihnen heute hier in Frankfurt erstmals auf einer Messe den neuen Superb Kombi vorstellen. Das Design unseres neuen Flaggschiffs zeigt starke Emotionen. Emotionen, die uns mit der Welt des Sports verbinden. Beispielsweise sponsert Škoda seit vielen Jahren die Eishockey-Weltmeisterschaft und die Tour de France. Sehen Sie selbst. Für mich als Sprinter ist es extrem wichtig, dass ich da meine Mannschaft um mich habe. Das heißt,
dass ich in, trotz der ganzen Geschwindigkeit das Ziel nicht aus den Augen verliere und ich genügend mit den Jungs kommuniziere und dann auf die letzten 200 Meter die Chance habe, alles richtig zu machen, machen zu sein. Weil das, und da reißen sie es dann aus fürs Team. Da muss ich es dann richten und deswegen ist es wichtig, dass man das alles gut vorbereitet. Professor Walland, Schrodau, das Rad, wir können seit über 20 Jahren zusammen. 1895 haben unsere Gründungsväter zunächst Fahrräder gebaut. Ist das der einzige Grund für das Tour-Engagement unserer Marke? Nein, das ist natürlich nicht, aber 120 Jahre Geschichte von Schrodau, 112 Jahre Tour de France, 102 Jahre aktiv. Das verbindet erstmal unser Ursprung mit dem Fahrrad. Das hat sich natürlich erstmal nicht so fortgesetzt. Aber die Tour de France ist der drittgrößte Sportevent der Welt. Also nach der Olympiade, nach der Fußball-Weltmeisterschaft hat die Tour de France mit 2-3 Milliarden Pferdezuschauern. Ist der größte Event und der geht über 3 Wochen, also schon eine große Distanz. Und wenn man also den Aufmerksamkeit, da ist man vom Sportsponsor, aber natürlich auch vom Thema Freizeit, Schrodau ist eine Freizeitmarke, ist eine Familienmarke, das heißt der Freizeitsport, Fahrradfahren passt natürlich zu machen. Und das Thema Höchstleistung, wir haben es angesprochen, ich glaube, wir sind die beliebteste Marke, nicht nur als Sportmarke, sondern auch bei den Teams, denn die schätzen die Zuverlässigkeit unserer Fahrzeuge. Und vom Motorsport haben wir natürlich gelernt, die ganzen Beulen und Ecken und die ganzen Macken am Auto über Nacht wieder zu reparieren, sodass die Teams am nächsten Tag dann auch super Fahrzeuge für uns haben. Also Kittel, hier aus der IAA reden ja sehr, sehr viele fast alle über Elektronik im Auto. Das Fahrrad kommt ja nach wie vor weitgehend ohne Elektronik aus. Assistenzsysteme im Motor sind sie. Dennoch ist das Fahrrad ein Wunderwerk an Technik und die 7 Kilogramm. Was sind für Sie die wichtigsten Informationen in den letzten Jahren? Ja, also gerade in den letzten Jahren hat sich der Radsport im Allgemeinen unheimlich professionalisiert und das hat vor allen Dingen auch den Technikbereich wirklich nach vorne gebracht. Bei uns, würde ich sagen, war die Hauptinnovation natürlich der Wechsel von Aluminium zu Carbon als Werkstoff, aber jetzt im Moment vor allem auch der Wechsel der Schaltinstrumente von mechanisch zu elektronisch oder die Scheibenbremse, die jetzt auch bei uns am Rad dabei fand. Und ja, das sind wirklich wesentliche Elemente. Und für jeden Hobbyfahrer natürlich auch das E-Bike, das im Moment ja ganz aktuell ist. Wir haben ja auch den Mittel, dass die schauen, dass das Gewicht des Autos immer geringer wird. Ein Fahrrad hat ein eigenes Gewicht. Ein Fahrrad hat ein Rennrad, hat auch ein eigenes Gewicht. Ja, das Rennrad hat ein eigenes Gewicht. 6,8 Kilometer. Und wir sind technisch schon so weit, dass bei der Tour de France zum Beispiel Gewichte angebaut werden müssen. Dann müssen weil die Räder und Rahmen zugleich sind und damit dann diesen Mindestwert unterschreiten. Professor Walland, die Tour ist ein ganz besonderes Ereignis. Sie selber waren bei der Preisverleihung auf der Champs-Élysées dabei. Ist das für eine magische Routine oder schlagen auch bei Ihnen die Routine? Erstmal, die beiden haben uns auf der Tour ja schon mehrfach getroffen, wir sind jetzt 5-mal dabei. Im Jahre 2012 habe ich auch auf der Champs-Élysées damals den Hauptpreis übergeben dürfen an René Wiggins, den Engländer damals. Es war ein super Ereignis, einmal auf der Champs-Élysées zu stehen. Man glaubt gar nicht, wie viele hunderttausende Menschen in Paris an diesem Tag dort diesen Sport bewundern. Marcel Kittel hat zweimal die letzte Etappe auf der Champs-Élysées gewonnen. Er weiß, was das bedeutet. Die Last fällt ab,